Hallo und schön, dass ihr eingeschaltet habt zu dieser Ausgabe Let's Play World of Tanks und zwar mit dem T-54, gespielt von Crazy Apocalypse. Und der spielt mit dem Vaclav Wilki zusammen im Zug. Dabei spielt er den T-54 Mod 1, den 8er Premium, zusammen. Beziehungsweise er hat hier den Zug mit ihm gebildet, lustigerweise. Hat man vorher gerade kurz am Anfang des Replays gesehen. Also von dem her kein geplanter Zug, deswegen, ich habe mich auch kurz gewundert, warum er denn ihm schreibt, Left Side, aber ja, so stimmt man sich dann halt einfach ab. Da vorne ist er. Und der 2 Gunmarks auf dem T-54, ein sehr, sehr guter sehr guter mittlerer Panzer, das wollte ich sagen. Also die Russen haben hier auf jeden Fall sehr schöne mittlere Panzer im Spiel, das muss man ganz klar sagen. Also der 9er und auch der 10er, sowohl das Objekt als auch der T-62A, beide sehr gut spielbar. Jetzt sind wir mal gespannt, was er hier reißen wird. Der SP hat hier einen Abpraller an ihm gehabt, er selber hat aber auch nicht erwischt. Jetzt hat er eine Schelle vom Rheinmetall bekommen, das ist das Zeichen, vielleicht solltest du da weggehen, mein Freund. Aber genau, wenn er sich so ein bisschen droppen lässt, dann kann er wenigstens auf dem SP drauf, aber trifft hier auch leider nicht. Muss man aufpassen, wenn es eine AT geben würde, hätte er nämlich Problem. Aber Gott sei Dank gibt es keine. Er schreibt auch Alpons already. So, und da vorne, jetzt nimmt er hier den Flankenwechsel in Kauf. Das kann natürlich normalerweise dann damit enden, dass man nämlich von hier drüben eine bekommt, aber hatte er Glück, ist nicht passiert. So, will er jetzt den SP rushen oder was? Jetzt ist er auf jeden Fall offen. Der Rheinmetall, den hat er da. Der Rheinmetall schaut doch nicht auf ihn. Da kann er den erstmal setzen. Normalerweise würde ich jetzt jedem empfehlen, ladet HE. Aber in dem Fall ist er schon so schnell tot. HE, no more need. Der Jagdpanther kommt da nicht drauf. Aber auf den M103, da kommt er seitlich auf den Turm. Und jetzt trifft der SP sogar ihn noch. Aber da war der SP zu gierig. Hat eine Schelle von ihm bekommen und von einem seiner Teammates. So, kann hier schön seitlich in den Helm rommeln. Jetzt kommt er auf die Kommandantenluke drauf. Er kriegt den Abpraller jetzt leider noch. Von dem her da jetzt kein Kill mehr. Schade, so ein Abstauber-Kill, der ist auch immer sehr charmant. Naja, vielleicht kriegt er ja noch einen. Auf jeden Fall auf der anderen Seite ist unglaublich viel los. Da sollte er auf jeden Fall mal versuchen, in die Richtung zu fahren und da zu unterstützen. Aber ich muss auch sagen, ich finde die Tarnung ganz gut. Gefällt mir die weiße. Die schneeweiße. Er will jetzt hier den IS eigentlich abwarten, bis der wieder aufgeht, aber das passiert nicht. Und jetzt, wie gesagt, da drüben... Man sieht schon, das gegnerische Team umfährt jetzt auch den ST und keine Ahnung, was der zweite noch, ja, IS-3. Also die beiden haben hier kein schönes Leben mehr gegen, oh, was, wie soll ich es nennen, das Wolfsrudel. Und er hat jetzt mal darüber geschossen, aber gerade noch der AMX, oder nee, der WZ-120 zutreffen, aber der ist außerhalb seiner Drawing Range, also außerhalb der Sichtweite. Isu schreibt All Idiots in the Middle. Da weiß man natürlich genau, dass der tot ist, weil nur wer sich so hart beschwert, der ist dementsprechend immer dann schon tot. In dem Fall muss man sagen, er schreibt Play for Time, ist gar nicht so ein schlechter Grundgedanke, weil das Gegnerteam muss ja hier angreifen. Das heißt, sie müssen hier cappen. Und da kommt schon der Erste, der WZ in dem Fall. Er nimmt jetzt hier die Sniper-Posi ein. Mal schauen, wie viel Erfolg er damit haben wird. Aber er ist halt auch so schnell offen, wie man hier sieht. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Und prallt jetzt hier auch noch am Panther ab. Jetzt kriegt er den Abpraller vom T-54 Lightweight. Jetzt der Tiger. Der ging nicht durch. Jetzt lädt er auch Premium. Dass er auf die Distanz von knapp 500 Metern da ein bisschen aktiver und besser wirken kann.
Also jetzt lässt auf jeden Fall mal den Sniper raushängen, aber wie gesagt, bei dem Spielstand, mit dem Ergebnis würde ich das auch machen, weil wichtig ist erstmal dem Gegner jetzt HP zu rauben, um dementsprechend ihm hier viel Zeit auch zu kosten, weil so, es sind alles kleine Nadelstiche, die unterm Strich sehr, sehr, sehr schmerzen werden. Und der Gegner will hier nämlich, warum auch immer, ganz stupide cappen. Sie versuchen auch gar nicht, auf den Gegner großartig draufzufahren da vorne. Das sieht man ganz schön hier, dass die noch nicht die Zangenbewegung ausführen, weil sonst wären die beiden nämlich ganz schnell weg. Der ging voll durch ihre Panzerung. Haben sich viel Zeit gelassen da damit. Und er kann hier weiter den Gegner ärgern. Aber jetzt ist da außerdem... Jetzt ist auch sein letzter da vorne weg. Der T-54, sein Zugpartner, ist da jetzt zerstört worden. So, der IS-3 ist jetzt auch zerstört. So, jetzt gucken wir mal eine kleine Bestandsaufnahme. Was haben Sie? Oh, der T-34. Sie haben noch den WZ, den 9er, dann 3 8er und einen 7er. Sein Team selber ist da mit dem 8er Scout und dem 7er Chiri ein bisschen schlechter aufgestellt. So, da ist jetzt der 34-2. Da fährt er jetzt drauf, um hier ein bisschen, bisschen schwieriger zu machen, da ihn zu hitten. Und dann nimmt er ihn raus, hat auch Support bekommen. Dementsprechend ging er mit einem Schuss, aber jetzt ist er 1 gegen 3. Hat aber schon 4600 Schaden gemacht und 3 Kills dabei. Also bis jetzt verkauft er sich ganz, ganz gut und ganz teuer auch, muss man sagen. So, jetzt der Tiger. Noch einen Schuss, dann würde er ihn zerstören. Ja, Tiger trifft natürlich, aber hier in dem Fall macht er ihn mit Premium-Munition weg. Wie gesagt, sehe ich absolut legitim. Gerade bei dem Ergebnis. Zwei Gegner hat er noch. Sehen wir, wie viel HP die haben. Der WZ war zuletzt gespottet mit 912 und der Panther mit 548. Also gegen ihn stehen zumindest so in etwa 1400 Struktur noch. Ja, 1200, 1100. So, und jetzt muss er den wegmachen. Ah, jetzt trifft er nicht. Jetzt kommt der WZ rum. Und der hat nochmal mehr als er. Trifft auch, kommt durch. 111 hat er noch. Ah, das dürfte er eigentlich nicht mehr schaffen. Er wackelt jetzt hier, Auto-Aim, jetzt kettet er ihn, ah, der prallt mit HE, jetzt schießt der HE, der WZ. Jetzt kettet er ihn nochmal. Und jetzt fährt er auf ihn drauf, wackelt, und der prallt nochmal ab, hat mit HE geschossen, er macht ihn weg. Und jetzt ist nur noch der Panther da. Und er macht den Panther weg. Ja, sauschön, er macht seinen Krieger, macht... knapp 7000 Schaden, wie man in der Endauflösung sehen wird. Sehr nice, sehr geil. Muss man sagen, am Schluss war es auf jeden Fall ein bisschen glücklich, dass auch da mit HE auf ihn geschossen worden ist. Aber scheißegal. Unterm Strich hat das gewonnen und er hat es nach Hause geholt. Sehr, 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 sehr cool. T-54, ein geiler Panzer. Ich hoffe, euch hat die Runde gefallen. Wenn ja, ihr wisst, einen Daumen oder einen Kommentar zur Runde ist immer gern gesehen. Bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.